beliebige lineare Funktionen. Wir haben davor halt eine abgeschwächte Variante gemacht. Wir haben uns quasi, wir haben diese Schaltungsmuster uns erarbeitet, wenn ich quasi eine lineare Funktion habe mit lauter positiven Koeffizienten. Sowas wie das hier unten, das war die Schaltung, die wir dann dimensioniert haben als allerletzte Übung. Da habe ich UA, 2UB, 5UC, das sind alles positive Koeffizienten. Und sowas kann ich machen mit einer Schaltung nach diesem Muster, dass ich hier so ein Widerstandsnetzwerk mache, um gewichtet Spannungen zu mitteln. Und dann mache ich eben einen nicht invertierenden Verstärker, damit ich dann das Ergebnis noch so weit aufskaliere, wie ich das halt brauche. Und dieses Schema versuchen wir jetzt zu erweitern auf beliebige lineare Funktionen, also auch die mit negativen Koeffizienten. Und ich werde das jetzt ein bisschen schnell machen, diesen Block, und jetzt nicht die ganze Mathematik daran exerzieren, weil ich glaube, dass es nichts bringt. Es ist zur Referenz da, für den Fall, dass sich jemand interessiert. Und ich habe auch schon Diskussionen geführt, ob man das nicht anders besser herleiten könnte, weil am Schluss von diesem Block werfe ich dann mit partiellen Ableitungen. Diese da. Halt mich hinreißen lassen. Das heißt, wir schauen uns jetzt quasi nur das Big Picture an. Und die Grundidee, dass wir quasi etwas machen in dieser Form und mal vermuten, dass wir mit so etwas jede lineare Funktion umsetzen können. Den Teil hier unten kennen wir schon. Das ist halt nur so ein Netzwerk zur gewichteten Mittelung von Werten, von Spannungen. Wir machen jetzt ein ähnliches Netzwerk hier oben auf den negativen Pfad und haben auch einen Rückkopplungspfad, über den wir jetzt wieder verstärken können. Wenn wir uns das quasi jetzt überlegen, jede Spannung, die wir da unten angeben, spielt positiv in das Ergebnis rein, jede, die wir da oben, spielt negativ in das Ergebnis rein. Also wir werden wahrscheinlich auf ein Schema kommen, das es uns erlaubt, quasi jeden Eingangswert mit einem negativen Koeffizienten hier anzuhängen, jeden Eingangswert mit einem positiven Koeffizienten hier anzuhängen. Das heißt, das Muster mal fix, und dann müssen wir uns nur noch ausrechnen, was die Widerstandswerte sind. Das kann man eben machen. Also was ich hier mache in dem Block, dass ich diese Schaltung berechne für freie Widerstandswerte. Wir sagen, okay, diesen Punkt, das kennen wir, das ist im Grunde so eine gewichtete Mittelung von diesen Sachen und von dem Ausgang, geht in diese gewichtete Mittelung rein natürlich. Dieser hier ist die gleiche Formel wie vorher. Und dann sagen wir, der Op-Amp macht nichts anderes, also dass er diese beiden Potenziale auf gleich hält. Das heißt, wir haben quasi noch eine dritte Gleichung, die wir wissen, nämlich UN ist gleich UP. Das macht der Op-Amp. Dann können wir das UN und UP gleich wegkürzen und dann haben wir quasi diesen Ausdruck. Dieser Ausdruck beschreibt das Verhalten von so einer Operationsverstärkerschaltung. Mit diesen vielen Summen, weil wir eben nicht wissen, wie viele positive und negativ gewichtete Eingänge wir haben. Jetzt kann ich hergehen und das nach dem UY, nach dem Ausgang umformen, also der Ausgang ist hier. Das mache ich dann hier, da sage ich, UY ist gleich dieses Verbrechen, da kürzt sich was raus, das ist ein bisschen kürzer. Und dann schaue ich mir hier an, wie eigentlich der Ausgang sich ändert, relativ zu einer Versorgungsspannung. Also ich möchte zum Beispiel wissen, wie verhält sich denn der Ausgang zum Eingang NJ? Dann leite ich das danach ab und dann fliegt sehr viel von dem heraus, weil wir eben nur noch diese einen Variable UNJ ableiten, und so kommen wir dann auf die einzelnen Leitwerte, die hineinfließen für die Ableitung nach einem der Eingänge. Und glücklicherweise, wenn wir uns dann diese Terme anschauen, kommen wir drauf, es gibt eine einfache Reihenfolge, in der wir diese Dinge bestimmen können. Also wir müssen da nie ein großes Gleichungssystem oder so lösen, sondern die Abhängigkeiten sind so, dass wir in einer geschickten Art und Weise der Reihe nach sagen können, wir rechnen uns diesen Widerstand aus, dann diesen Widerstand, dann diesen Widerstand, und am Schluss sind wir dann fertig. Und wenn man möchte, kann man das alles durchtanzen mit diesem Formelwerk. Aber ich habe was anderes gemacht. Ich habe ein Programm geschrieben dafür und ihr könnt auch dieses Programm verwenden. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt so über diese Mathematik schnell drüber gehe.
weil ich mir im Wesentlichen, ich habe diesen Blog geschrieben beim ersten Durchlauf vom Elektronenkurs, nachgedacht, was hat das für einen Sinn, da jetzt groß diese Mathematik durchzutanzen. Wenn es wirklich nur darum geht, dass man Netzwerke ausrechnen kann, die genau so funktionieren, die genau so ausschauen, da kann ich ja genauso gut ein Programm schreiben, das löst das Problem ein für alle Mal und dann zeige ich euch einfach das Programm. Und das Programm findet ihr unter anderem, wenn ihr auf die Bauteilsortimentseite gibt, gibt es hier Schaltungsgenerator für lineare Op-Amp-Schalter. So, und da kann ich eben jetzt hier einen beliebigen linearen Term eingeben, also sagen, weiß ich nicht, 33a minus 55b plus 77c zum Beispiel. Dann sage ich solve, dann machen wir da noch ein bisschen mehr. Plus 123d minus 123e. Zack, da macht er entsprechend mehr Eingänge. Und er baut dann eben für uns die Schaltung auf, sagt, welche Widerstandswerte wir hier brauchen, wobei wir in einem Zweig natürlich alle rauf oder runter skalieren können. Darum stehen da auch keine Einheiten, weil ich kann mir quasi aussuchen, ob das jetzt 1 Ohm ist, 1 Kilo Ohm, 1 Mega Ohm, natürlich in gewissen Grenzen. Nicht? Wenn bei 1 Ohm ist, dann wird meine Schaltung nicht funktionieren, weil ich so viel Strom da quer durchjagen muss durch diese Widerstände, dass meine Treiber nicht liefern. Wenn das 1 Giga Ohm ist, dann wird die Schaltung wahrscheinlich nicht funktionieren, weil irgendwelche Leckströme dann schon größer sind und der Bias Current von dem Op-Amp. Also nämlich 1 Kilo Ohm, das ist wahrscheinlich ganz gut. Ja. Das ist ein Bug. Weil es kommt kein E vor. Und das E müsste aber doch oben. Das müsste oben stehen, ja, ja, ja. Weil es oben ist. Irgendwie ignoriert er diesen letzten Term komisch. Jetzt sind es zwei Cs. Na G, ist mein Programm kaputt. A, C, C. Sehr spannend. Ich werde mir das anschauen bis zum nächsten Mal. Das ist quasi meine Hausaufgabe. Weil ansonsten ist mein ganzes Argument natürlich für den Hugo, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe ein Programm, da kann man sich ausrechnen. das ist spannend. Also im letzten Jahr hat es noch funktioniert und ich habe dann so zwei, drei kleine Änderungen vorgenommen, weil sich was in der Canvas-API geändert hat, mit der man diese Bilder da zeichnen kann. Und ich glaube, irgendwas habe ich kaputt gemacht. Also gut, dass wir da drauf kommen, ich werde mir das anschauen. Und schlecht, dass wir jetzt drauf kommen, weil das heißt, es verwendet kein Schwein. Sonst hätte mir das wahrscheinlich schon jemand gesagt. Nein, schaut, da haben wir zweimal B. Also irgendwas ist da richtig broken. Ja, also auch die Standardvorgabe, da habe ich das schon. Das Vorletzte wird wiederholt und das Letzte kommt nicht vor. Irgendwas ist da. So, ist das ein Workaround? Nein, nicht wirklich. Probieren wir noch eine Null irgendwas. Vielleicht das dann. Alles Null. Okay, kann das stimmen? B ist negativ. So, A, C, A, ja, jetzt ändere ich da den. So, da kann man nur Skalierungsfaktoren eingeben für die beiden Zweige, weil es eben wurscht ist, wenn man sie skalieren kann. Dann kann man das ein bisschen verhübschen. Und kannst du das nochmal bei dieser Schaltung jetzt erklären, das mit der virtuellen Masse, das ist aber
bedeutet jetzt in dem Fall keine Masse, sondern dass das Potenzial von Plus und Minus dasselbe ist? Genau. Also es heißt eigentlich nur, dass diese, die Frage war nach der virtuellen Masse, weil wir hier quasi keine virtuelle Masse in dem Sinn haben, dass das Massepotenzial vorhanden ist, weil das Massepotenzial ist einfach da. Mhm. Und ja, hier ist einfach nur, dass diese beiden Potenziale gleich sind. Aber oft ist es eben so, dass einer dieser beiden Potenziale wirklich die Masse von meinem System ist, weil ich nicht so komplizierte Schaltungen habe. Und darum hat sich der Begriff der virtuellen Masse eingegliedert. Man soll es vielleicht sowas wie virtuelles Äquipotenzial nennen, aber das ist halt... manche finden das vielleicht nicht so griffig. Frage. Du hast positive Koeffizienten und negative Koeffizienten. Mhm. Ja. Das macht eigentlich so eine Schaltung nur dann Sinn, wenn der negative Koeffizient mit einem positiven Wert verbindet. Wenn der negative Koeffizient mit einem negativen Wert daherkommt, wird ja einfach eine Addiererschaltung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Weil wenn der negative Koeffizient einen positiven Wert hat, dann ist er ja kein negativer Koeffizient mehr. Also wir schauen uns quasi nur an, ob da ein Minus ist. Ja. Und die Koeffizienten sind doch hier alle fix. Also ich kann keine Schaltung so machen, die quasi hier P mal A zum Beispiel hat. Und P ist wieder eine Stellgröße von mir, weil die Koeffizienten mit den Widerstandswerten verschränkt ist. Und zumindest im Augenblick wissen wir nicht, wie man Widerstände baut, deren Wert man elektrisch kontrollieren kann. Ich weiß nicht, ob das die Frage jetzt beantwortet. Was liegt jetzt sozusagen an diesen Eingängen an? An Spannung. Genau, da liegen Spannungen an. Und die können positiv oder negativ sein. Richtig. Genau. Und wenn ich jetzt eine negative Spannung am positiven Eingang anschließe, ja, wenn ich eine negative Spannung am positiven Eingang anschließe, wird es subtrahiert. Genau. Und wenn ich eine positive Spannung am negativen Eingang anschließe, wird sie auch subtrahiert. Ja, positiv am negativen Eingang macht auch Subtraktion, genau. Also wenn ich quasi einen Invertierer habe, dann kann ich auch hergehen und quasi sagen, okay, ich mache einfach nur das, was wir im Block davor gemacht haben, nämlich wir machen nur positive Koeffizienten. Und für jeden negativen Koeffizienten mache ich eigentlich einfach einen invertierenden Verstärker nochmal davor. Der Nachteil ist, ich brauche halt dann dafür weitere Op-Amps. Und hier brauche ich nur einen Op-Amp und kann, wenn das Programm funktionieren wird, beliebig viele Koeffizienten verwenden und beliebig viele Eingänge. Okay, also es ist meine Aufgabe, bis zum nächsten Mal dieses Programm zu reparieren, sodass man es verwenden kann. Ansonsten, ansonsten kann man sich da auch durchgraben, wie wir diese Dinge machen. Letztendlich kann ich, ist die Idee quasi nur folgende. Ich fange an, dass ich mir einen Rückkopplungs-, also GF ist der Leitwert vom Rückkopplungswiderstand. Und ich wähle mir den, das ist eine Zahl, die erfinde ich einfach. Die denke ich mir aus und sage, okay, das ist 1 Kilo. Dann habe ich für jeden, nach dieser Formel hier, kriege ich dann für jeden invertierten Eingang den entsprechenden Widerstandswert über den eingespannt wird. Also am Schaltplan gezeigt, ich wähle hier einen frei beliebigen Widerstandswert, 1 Kilo zum Beispiel, und dann gibt man diese Formel da unten, für jeden dieser Widerstände einen konkreten Wert. So, dann haben wir das obere erledigt. Dann kommen wir zum unteren. Da habe ich jetzt den Ausgang abgeleitet nach so einem positiven Input. Und da haben wir jetzt hier zwei Terme, die werden miteinander multipliziert. Und der linke Term hier, der ist konstant. In dem kommen ausschließlich Widerstandswerte vor, die wir da oben schon festgelegt haben. Das heißt, es bleibt nur noch dieses rechte Ding hier übrig. Das ist der eine über den anderen. Du.
Ja, da würde ich dann zum Beispiel, ich sehe jetzt gerade nicht, ob das da irgendwo steht. Aber man kann zum Beispiel die, ja, wie löse ich das, ohne dass ich im gleichen System löse? Na, ich würde es in eine andere Richtung machen. Wir wählen jetzt zuerst alle die, genauso wie wir es vorher gemacht haben. Am Schluss wissen wir dann, wenn wir alle gewählt haben, was das für eine Summe ist. Und danach können wir dann diesen Term festlegen, der quasi alles skaliert. Und in dem Term kommt das GF vor, sodass sich das am Schluss dann festlegt. Aber man kann auch einfach das Gleichungssystem lösen. Ja, aber ich repariere das Programm jetzt zum nächsten Mal. Und dann ist es kein Problem mehr. Okay. Das haben wir das letzte Mal schon diskutiert. Dieses manchmal braucht man einen Widerstand gegen Masse. Ein bisschen größer. Manchmal braucht man einen Widerstand gegen Masse und manchmal braucht man den nicht. Und auf welcher Seite muss man den einfügen? Wann brauche ich denn einen Widerstand gegen Masse? In dem einfachen Fall, wo man nur positive Koeffizienten haben. Das haben wir das letzte Mal besprochen. Ich habe immer Ströme und Spannungen und so in einer Schaltung. Also, aber welche Eigenschaft muss denn die lineare Funktion haben, die ich da umsetze, damit ich keine Masse brauche? Ja. Also unsere... Also wir haben so einen Aufbau. Da haben wir jetzt unsere vier Anschlüsse zum Beispiel. Also das war der Aufbau, was wir das letzte Mal gehabt haben. Und dann haben wir gesagt, in manchen Fällen reicht mir aber hier ein Impedanzwandler. Da brauche ich quasi keinen Rückkopplungspfad, in dem das Massesymbol vorkommt. Und wenn ich aber quasi hier nur einen Impedanzwandler habe, dann kommt mein Massesystem nirgends vor in der Schaltung, mein Massesymbol. Also ich sage dann zwar, addiere mir diese Größen, aber ich weiß eigentlich nicht, auf welchen Referenzwert sich das bezieht. Und ob ich jetzt quasi, weiß ich nicht, 1 Volt und 2 Volt addieren soll, oder 101 Volt und 102 Volt, weil ich ja diesen Referenzpunkt habe. Ich weiß nicht, wo 0 ist, quasi auf der, welches Potenzial 0 entspricht. Und was haben wir gesagt, wann brauche ich da diesen Massepfad nicht? Was ist die Eigenschaft von diesem Fall? Wenn das gleich groß ist. Also, wenn die gleich groß sind, die beiden da, dann würde das ja hier bereits um den Faktor 2 verstärken. Dann tut das ja was. Aber manchmal habe ich hier eben nur einen Impedanzwandler. Manchmal habe ich eben nicht diese Widerstände, sondern ich mache einfach nur das da. Und wann mache ich das? Ja.
Naja, die Gewichtung habe ich. Die Gewichtung ergibt sich aus diesen Widerständen. Aber da ist es eine Multiplikation, wenn die wegfällt. Genau, aber wann fällt diese Multiplikation weg? Ja, welche Eigenschaft hat dann quasi das, die mathematische Funktion, die ich beschreibe? Nicht unbedingt. Also die mathematische Funktion 1 halb a plus 1 halb b zum Beispiel hat diese Eigenschaft. Ja, die Funktion 1 Fünftel a plus 4 Fünftel a hat diese Eigenschaft auch. Wenn die Summe aller Koeffizienten 1 ergibt. Und dann handelt es sich um eine gewichtete Mitteilung, und zwar genau um eine gewichtete Mitteilung. Und da haben wir ja das gehabt, wenn ich einen Zahlenstrahl quasi habe, und ich habe quasi da meinen Wert A, und da hätte ein B werden sollen, das ist ein D geworden. Okay, also mein Wert A und mein Wert D. Und ich möchte jetzt addieren, dann muss ich irgendwo auf dem Zahlenstrahl wissen, wo ist 0. Weil erst dann werden aus diesen Punkten quasi Strecken. Und Strecken kann ich an ihren Punkten, ist schwierig. Also sagen wir da zum Beispiel, ist 0 und dann kann ich sagen, okay, ich nehme diese Strecke und ich lege sie quasi da an und diese Gesamtstrecke, das ist dann A plus D. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dieser Punkt hier, der wäre 0,5a plus 0,5b. Das ist nur eine Mittelung. Also dieser Term hier, der gibt mir automatisch den Zahlenwert, der genau zwischen A und D ist. Und dieser Punkt ist zwischen A und D, egal wo 0 ist. Weißt, also wenn ich jetzt 0 hin und her schieben würde, dann würde ich zwar die Größe von A und D verändern, aber der Punkt, der genau in der Mitte ist, da reicht es quasi, wenn ich weiß, wo ist A und wo ist D. Dann kann ich sagen, was ist der Punkt in der Mitte. Und eine Mittelung ist es immer dann, wenn die Summe der Koeffizienten 1 ergibt. Also bei den Mittelungen brauche ich quasi nicht irgendeinen Pfad, wo ich dann als zusätzlichen Eingang noch Masse anhänge. Okay, jetzt ist aber die Frage, es ist hier keine Frage, aber von mir ist es eine Frage. Wann ist dieser Massepunkt, wann ist der im positiven, wann ist der im negativen Pfad? Genau, weil hier war er dein negativer Pfad. Kann ich irgendwas einstellen, wie stark die Verstärkung sein soll oder was? Ja, aber das habe ich im einen wie im anderen Fall. Also ich hoffe, mein Programm tut das. Ja, wir sehen, hier ist die Masse im negativen Pfad. Jetzt mache ich dann 0,1a minus 0,2b. Plus C zum Beispiel. So. Gut. Und jetzt habe ich die Masse im positiven Pfad drin. Und wovon ist das abhängig? Ob ich quasi diesen Masseanschluss im positiven oder im negativen Pfad habe? Und überlegt euch von dieser ganzen Topologie, ja? Also wenn ich die Beschriftungen weglasse, dann könntet ihr nicht sagen, welches davon die Masse ist. Die Masse ist wie ein weiterer Anschluss, von dem wir halt sagen, dort legen wir 0 an. Das ist die Information für die Schaltung, was wir als 0 definieren. Was sagen? Hängt das nicht damit zusammen, wenn man jetzt die Masse rauslässt, ob das ein positiver oder negativer Wert wäre? Fast. Aber du bist total am richtigen Weg. Also, wir haben gesagt, wann können wir die Masse weglassen? Wenn wir nur mitteln. Und nur mitteln tun wir dann, was ist das Kriterium? Ja, aber was ist, wie können wir es quasi an dem Term erkennen, dass das der Fall ist?
Genau, die Summe ist 1. Also wenn die Summe 1 ist, brauchen wir die Masse nicht. Und wir können uns jetzt anschauen, die Summe von dem Positiven ist da größer als die Summe von dem Negativen. Also 0,1 plus 1 ist größer als absolut 0,2. So, 0,1 was? 0, also das, was vor A steht, und das, was vor C steht. Aha. Ist zwar am richtigen Dampf, aber du solltest das subtrahieren. Und jetzt wird das subtrahieren? Aha. Wenn du drei Faktoren hast, oder? Ja, 0,1 minus 0,2 plus 1. Also ich behaupte... Nein, aber 0,1 plus 1 ist größer als 0,2. Ja. Also, aber das ist jetzt immer noch der Fall. Das sind immer unterschiedliche also. Potenziale beim Minus und Plus. So. Also schauen wir, was jetzt passiert. Ja, das ist vielleicht ein Hinweis. Was ist denn jetzt die Summe der Koeffizienten? Gut. Was ist jetzt die Summe der Koeffizienten? Ja, es ist 0,9, genau. Ah, 1 ist der Punkt. Was ist jetzt die Summe der Koeffizienten? Ja, das ist 1,1. Also wir haben quasi, wenn die Summe der Koeffizienten genau 1 ist, machen wir eine Mitteilung. Dann brauchen wir die Masse nicht, weil sie uns nicht interessiert. Das spielt in das mathematische Problem gar nicht hinein, was denn unser Nullpunkt ist. Aber wenn die Summe der Koeffizienten ungleich ist, dann brauchen wir einen Masseknoten. Und der ist hier oder hier. Und der hat auch eine gewisse Gewichtung, können wir sagen. Und die Gewichtung ist natürlich immer genau so, dass wenn ich das auch als einen Anschluss mit hineinziehe, der hier einen Faktor stehen hat, dass dann die Summe dieser Faktoren 1 ergibt. Also wir können uns quasi auch vorstellen, Wenn wir die Schaltung nicht bauen können, weil die Summe der Koeffizienten ergibt nicht 1, dann mache ich noch einen zusätzlichen Eingang, wo ich einen Koeffizienten hinmache, der genau die Summe der Koeffizienten auf 1 setzt. Und mathematisch ist das völlig okay, weil wir wissen, wir legen den Wert davon immer auf 0. Das heißt, es ändert sich nicht effektiv der Term, aber wir erhalten, also der Wert von dem Term, aber wir erhalten eben eine Konstellation, die wir umsetzen können in so einer Schaltung. Gut. Okay, und dann ist der Link zu dem Tool, das im Augenblick nicht funktioniert. Das Tool werde ich reparieren. Dann sind wir beim nächsten Mal wieder voll in der Lage, hochkomplexe elektrotechnische Probleme zu lösen. Und bis dahin sind wir leider verdammt, Dinge auszuprobieren oder oder um das zu Fuß durchzurechnen, was da eigentlich passiert. Gut, zur letzten Übung. Wir sollen einen Differenzverstärker machen, der zwei Eingangssignale hat und die Differenz davon am Ausdruck wieder gibt. Welcher mathematische Ausdruck wäre das, den wir eingeben in mein Tool, wenn mein Tool funktioniert? Also A minus B in Klammern mal C. So. Also das wäre der Differenzverstärker. Und ignoriert das
0x, 0y, das ist nur der Hack, damit mein Tool funktioniert, a minus b, nicht? Das ist einfach. Die Differenz, die wollen wir ausrechnen. Das ist eine sehr einfache lineare Funktion, da gibt uns dann diese Schaltung her. Und das ist eben auch wirklich ein Differenzverstärker. Wir werden genau diesen Differenzverstärker im übernächsten Block oder so noch einmal begegnen. Der macht noch ein paar Verstärkungen, um es zu sehen. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung, da war Stand mal 10. Mhm. Ah, ja. Ja, dann hast du natürlich recht. Dann hast du natürlich recht. Ich sollte das besser lesen, dann müssen wir da 10 hinschreiben. Klar, man kann das Tool nicht. Also man muss den Term immer ausmultiplizieren, sodass er dann in dieser Form da steht.